Hiho und willkommen zurück bei lieben Rollenspielfreunde zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, wir stecken immer noch, wie seit der letzten Folge, in Myrwald fest. Nachdem ich es letztes Mal schon zweimal versucht habe gegen den falschen Corion, machen wir gerade so weiter. Ja, ich werde auf jeden Fall als erstes gucken, dass ich unser Problem mit, wie heißt er nochmal? Ja, Gashura. Löse, bevor ich mit euch ein kleines Intermezzo mache, namentlich wachende wachende Festung. Wandernde Berge, wachende Festung, so rum war es. Nicht wandernde Festung, wachende Berge. Jo. Und wir uns dann die nächsten Akten widmen. Gut. Also. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Myrwald. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Myrwald-Tempel. Ja. Wir buffen. Ich helfe, wo immer ich kann. Fort nur. Was kann ich tun? Wir buffen am besten recht gut. Wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Los, spuck es aus. Spiegelbilder. Schutz vor dem Bösen. Ich warte auf euren Befehl. Schwerter statt Wörter. Auf geht's. So, dann noch. Gerechte Magie. Und das sollte hoffentlich erstmal reichen. Halt! Ja, ja. Ich bin es, Gorion. Habt ihr vergessen, was ich... Was habe ich getan? Ich habe versucht, euch vor eurem Schicksal zu bewahren. Ich habe versucht, aus euch einen Kämpfer für das Gute zu machen. Was habt ihr getan? Ihr schlagt eine Schneise. Ja, ja, da macht er uns erstmal böse, egal was wir anklicken. Ihr seid, ich habe euch gerettet. Ich habe euch vor jenen versteckt, die euch jagten. Ich habe euch gelehrt, euch ermöglicht, zu defilieren. Ich werde nicht gestatten, dass ihr derjenige seid, der die Prophezeiung erfüllt. Ihr werdet nicht derjenige sein, der die Prophezeiung erfüllt, mein... Braucht ihr etwas? Schneller als... Ist was los? Verstanden. Zeit aufzubrechen. Ich warte. So. Noch hat keiner Lebenskraft entzogen. Gut. Jetzt hat Minsk Lebenskraft den Zug. So. Minsk, du lässt dich mal zurückfallen. Eri, du halt Minsk ein bisschen. Das als erstes. Und als zweites machst du gleich mal eine Genesung auf Minsk. Okay, er hat auch ein Level Up gekriegt, weil er die Erfahrung Retro gekriegt hat. Gut. Das heißt, wir können einen Quicksave machen. Können den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Können zwei Level-Ups machen. Minz kriegt ein ETW, drei zusätzliche Trefferpunkte, was nicht schlecht ist. Wirbelwindangriff, mächtiger Wirbelwindangriff. Kann er den nicht schon mal?
Kriegsschrei. Todesschlag. Ein einziger Schlag zu vernichten wird die Fähigkeit eingesetzt, die der Klinge während der nächsten zwei Runden jedes Wesen der 12. oder niedrigen Stufe mit einem einzigen Schlag. Voraussetzung Todesschlag. Das ist die 10. Runde. Ich guck mal, was passiert, wenn ich nochmal mächtiger Wirbelwind nehme. Ob er ihn jetzt zweimal kann. Keldon eine Stufe aufsteigen. Ein ETW. Drei Trefferpunkte, ein Sagenkunde. Nimm mal mächtiger Todesschlag. Wo sagt ja bitte? Ja, jetzt kam Minsk zweimal mächtiger Wirbelwind. Ich helfe dir. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Und dann heilen wir mal Minsk. Was ich übrigens schade finde, ist, dass ich meine Gottfähigkeiten nicht mehr zurückgekriegt habe. Auch wenn sie jetzt nicht unbedingt so toll waren. Ich meine gerade, dass die göttliche Macht hat ziemlich lange gebraucht zu wirken. Wenn ich sie als Fähigkeit benutzt habe, also hierüber, als wie wenn ich sie gezaubert habe. So, hier war was zum Anklicken. Ja. Dieser alte Tempel ist schon stark verfallen. Er ist mit Moos und allerlei Pflanzen bedeckt. Ein Gefühl des Bösen unter Bedrohung geht aber dennoch von ihm aus. Tja, so sind Baal-Tempel nun mal. Hier ist alles sumpfig. Und ja, viel sehen wir eh gerade nicht, weil es dunkel ist. Aber ich habe eher so das Gefühl, dass hier nicht viel Licht herkommen wird. Skelettmeuchelmörder. Ja. Also Untote. Braucht ihr etwas? Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Meine Beine tun mir weh. Das Gute wurde auch so viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht bitte ein... Oh, das gefällt mir gar nicht. Skelettkleriker. Es ist der Meister. Der Meister ist zurück. Nein, wartet noch. Nein, es ist nicht weiter als ein Gefäß der Macht des Meisters. Eine Abscheulichkeit. Tötet es. Tötet sie alle im Namen Baals. Ja, den Kleriker loswerden. Das ist eine gute Idee. Ist auch ein Skelettmagier. Was huselt hier so rum? Ja, ein Skelettmagier. Und da ist ein Feuerelementar. Das ist doch kein Feuerelementar. Ne, das ist ein Erdelementar, habe ich mir verlesen. Auf geht's. Was kann ich tun? Dann ist was los? Machen wir mal hiermit weiter. Ach nee, schmatzende Bude. So, hat noch jemand noch nicht? Will noch jemand? Wieder einfaches Zeugs. Wie mir scheint. Nimm mal die hier.
Ich wünschte, ich könnte mehr Zeit in diesem Wald verbringen. Man fühlt sich hier so lebendig. Ja, Emoens. Ich nicht. Ich fühle mich hier eher so, als ob mich gleich der blanke Tod ereilen würde. Was möchtet ihr? Ah, noch mehr Schleuderkugeln plus 3. Das ist nett. Die kannst du mal aufbewahren. Ich warte. Erzählt mir mehr davon. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Als jeder Zirkus. Was genau macht falscher Sonnenaufgang nochmal? Habe ich mich da irgendwie vertan? Falscher Sonnenaufgang. Der Zauber leuchtet den Wirkungsbereich mit hellem rötlichem Licht aus, das dem Licht des Sonnenaufgangs gleicht. Alle untoten Wesen im Wirkungsbereich. Da seine Kugel mit 9 Meter Durchmesser, allein 6 Wesen Schadenspunkte und erhalten keine Rettungswürfe. Habe ich das auch? Nein, ich habe Strahl des Ruhms. Okay. Könnte ich aber auch mal benutzen. Na, ganz gereicht hatte es nicht. Ihr seid gekommen! Gekommen seid ihr! Mächtiges Wesen, Kind des toten Meisters! Nierle wusste, dass ihr kommen würdet. Wissen tat sie es. Wer ist diese Nierle eigentlich, von der ihr sprecht? Hexe, wahrscheinlich wird sie es selber sein. Wie schafft es jemand hier inmitten all dieser Kreaturen zu überleben? Der tote Meister, wovon sprecht ihr eigentlich? Hütet euch, Hexe, ich werde auf eure Tricks nicht hereinfallen. Nehmen wir mal die 2. Nierle schafft es sehr gut zu überleben, das tut sie. Nierle, das bin ich. Die Hexe der Lichtung nimmt man mich hierher, aber so viele Fragen ihr habt. Alle eure Fragen, die Nierle beantworten wird. Oh ja, Nierle hat auf euch gewartet und sie weiß, warum ihr gekommen seid. Sie weiß es. Es ist der Junge. Es ist dieser verräterische Narr von Halbriese, mein Junge. Ihr seid wegen Yagashura hier. Der Junge war für mich und für euch eine Pein. Und ihr wollt sein Blut, ja? Was meint ihr mit meinem Junge? Yagashura kann nicht euer Sohn sein. Ja, er muss ein Riesensohn einer Riesin sein. Ihr wollt euch an mir rächen, weswegen? Ja, ich muss in der Tat wissen, wie man ihn töten kann. Sagt mir wie. Woher soll ich wissen, ob ich euch überhaupt vertrauen kann? Nehmen wir mal die 1. Nein, der Junge war keine Geburt von Nialis Linden. Aber Nialis hat sich um das Kind der Brut gekümmert. Hat ihn aus der Krippe gestohlen, als er noch ein Baby war. Hat ihn hier in diesem Tempel wie ihr eigenes Kind aufgezogen. Warum wollt ihr euch dann eigentlich an eurem Sohn rächen? Dann sagt mir, wie man ihn töten kann. Woher weiß ich denn, dass ich euch überhaupt vertrauen kann? Nehmen wir mal die 1. Weil ein Verräter ist der Junge. Hat Nierle den Jungen nicht aufgezogen? Hat Nierle den Jungen nicht alle Tricks beigebracht? Und der Junge hat Nierle hier ihrem Schicksal überlassen. Verrotten soll sie hier. Hat sogar ihr Herz gestohlen. Woher soll ich wissen, dass ich euch vertrauen kann? Weil wir einen gemeinsamen Feind haben, wir zwei. Nierle möchte ihren Jungen töten. Oh ja, aber Nierle kann ohne ihr Herz nichts tun. Deswegen benötigt Nierle euch Brutkind. Dann sag mir, wie ich ihn töten kann. Das wird Nierle tun. Der verräterische Junge wird die Gefahr nicht einmal ahnen. Oh nein. Nierle wird ihre Rache bekommen. Hört mir genau zu, Brutkind. Einst eine große Klerikin von Baal Nierle war, aber dann starb der große Baal. Nierle musste sich mit den älteren Künsten beschäftigen, um zu überleben. Nierle stand das Brutkind Yagashura, um es hier im Tempel aufzuziehen. Das tat sie, jawohl. Einen neuen Fürsten des Mordes hoffte Nierle zu erschaffen. Närrische alte Nierle. Brachte dem Jungen die alten Tricks bei, brachte dem Jungen bei, wie man sein eigenes Herz entfernt. Der Junge hat sein eigenes Herz entfernt. Er hätte es in magischen Flammen gebadet und so am Leben. Während sein Herz brennt, kann Yagashura nicht verletzt werden. Der Druck kann nicht zu ihm kommen, solange das Feuer seines Herzens nicht gelöscht wurde.